Aus dem Spiel, aber nicht aus dem Rampenlicht. Dafür sorgt Sir Alex Ferguson mit seiner Autobiografie und den pikanten Enthüllungen darin. So schreibt der Schotte ausführlich, warum David Beckham im Jahre 2003 den Club verlassen hatte. Der Superstar habe sich lieber für den Ruhm entschieden und nicht untergeordnet. Das große Problem für mich war, und ich bin Fußballer durch und durch, seine Beziehung zu Victoria, die hat alles geändert. Ich denke als Fußballer, ich musste darüber nachdenken, wie ich alles unter Kontrolle behalte und wo wir mit dem Club hinwollen. Wenn er mich um Rat gefragt hätte, ob er nach Real zu LA Galaxy gehen sollte, hätte ich ihm genau meine Meinung gesagt. Wie um alles in der Welt kann man von Real Madrid zu LA Galaxy wechseln. Auch Roy Keane bekommt sein Fett weg. Der Ire habe das loseste Mundwerk, das man sich vorstellen könne. Nach einem Interview 2005, das wegen der Heftigkeit seiner Aussagen nie veröffentlicht wurde, gab es für Keane keinen Weg zurück ins Team. Wenn ich das hätte durchgehen lassen, dann hätten die Spieler mich anders beurteilt, anders als ich von ihnen gesehen werden wollte. Aber ich bin in meiner Karriere immer stark genug gewesen, um mit solchen Situationen umzugehen. Roy hat an dieser Stelle die Grenze deutlich überschritten und uns so keine andere Wahl gelassen. Aber nicht nur ehemalige Spieler werden von Ferguson kritisiert. Wayne Rooney habe in der vergangenen Saison den letzten Willen vermissen lassen, weil er nicht richtig fit war. Ferguson bestätigte außerdem, dass Rooney um einen Wechsel im vergangenen Sommer gebeten habe, nachdem er seinen Stammplatz verloren hatte. Zu dieser Zeit spielte Wayne nicht gut genug. Das war meine Auffassung zu dieser Zeit und nicht die aktuelle. Glauben Sie, ich würde ihn auf die Bank setzen, so wie er momentan drauf ist? Sicher nicht. Und es gibt noch weitere pikante Details. Zweimal sollte Ferguson englischer Nationalcoach werden, lehnte aber ab. Cristiano Ronaldo sei der talentierteste Spieler gewesen. Sein Verhältnis zu Rafa Benitez war wegen dessen persönlicher Angriffe so schlecht. Und obwohl er Steven Gerrard verpflichten wollte, sei dieser kein Weltklasse-Spieler.